So, ich möchte euch jetzt zu einem weiteren Vortrag begrüßen hier am Sonntagmorgen. Und zwar zum Thema Mod-Konvertierung vom LS15 in den LS17. Gleich vorab, der Vortrag wird wieder etwas technischer, das heißt viel XML, ein bisschen Lua. Und Manu hat gestern schon einiges erzählt, einiges wird sich da jetzt wiederholen, aber ich gehe nochmal mehr ins Detail und zeige nochmal genau an einem Beispiel, welche Änderungen explizit man machen muss und direkt Vergleich von LS15 nach LS17. Ich muss auch noch anmerken, das Spiel ist noch in Entwicklung, das heißt, alle Sachen sind noch nicht wirklich final. Es kann auch kleine Änderungen geben, aber im Groben und Ganzen sollte diese Präsentation eine gute Übersicht geben, was man für Möglichkeiten eben hat. Nun, aus welchen Komponenten besteht der Mod? Ihr kennt euch wahrscheinlich alle gut aus. Man hat einerseits XML-Dateien, das heißt die Moddesk, die Fahrzeug-XML oder Geräte-XML, wo eben die gerätespezifischen Daten drinstehen und auch noch Shader, womit sich die meisten Leute aber eher weniger beschäftigen, weil das wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Aber die können auch dazu und müssen auch konvertiert werden. Dann gibt es natürlich noch die 3D-Modelle, wie hier jetzt auf dem Bild die Amazone Pantera, welche eben als Mod für den LS15 verfügbar ist. Die habe ich als Beispiel hergenommen. Und eben auch die Spielwelt und Karte. Dazu gehören ja auch gleich die Texturen, das heißt die Diffuse-Texturen, Normals und auch Icons und anderes. Und bei Bedarf natürlich auch noch Lua-Skripte. Beginnen wir mit der Moddesk. Das Wichtigste ist, dass die Desk-Version auf 30 erhöht werden muss. Und die dient eben dazu, dass man dann mit einem Mod vorausschreiben kann, dass ein bestimmter Patch zum Beispiel installiert sein muss. Und zu Beginn ist diese eben für den LS17 30. Dann, falls das Fahrzeug eben eigene Vehicle-Types definiert, wie das bei dieser Maschine der Fall ist, müssen da einige Änderungen vorgenommen werden. Hat Manuel gestern auch schon erwähnt, dass zum Beispiel eine neue Lights-Spezie hinzugekommen ist oder Attacher Zones. Und an anderer Stelle muss zum Beispiel das Mouse-Controls-Vehicle entfernt werden, weil das direkt jetzt in die Zylinder integriert wurde. Und hier zum Beispiel eben von der Amazone Pantera kann man sehen, was dazugekommen ist und was ausgetauscht wurde, wie zum Beispiel AI-Tractor in AI-Vehicle. Und eine volle Liste mit allen Änderungen ist dann später eben im SDK zu finden. Nun, in der Moddesk geht es dann weiter, nämlich mit dem Store-Item. Das wurde komplett von der Moddesk in die Fahrzeug-XML verschoben. Das hat eben den Vorteil, dass man alle Daten direkt in der XML des Fahrzeugs hat und nicht mehr getrennt wie vorher, dass einige Daten in der XML eben in der Moddesk waren und andere im Fahrzeug. Und jetzt ist eben klar getrennt, der Moddesk ist wirklich nur allgemeine Informationen zum Mod und die Store-Items an sich, also welche XML-Dateien später referenziert werden und alle anderen Daten sind dann in der XML des Fahrzeugs. Hier jetzt eben ein Beispiel, man nimmt dann das einzelne Store-Item heraus und schiebt es unter dem Tag Store Data dann in die XML des Fahrzeugs. Das hat dann auch den Vorteil, dass man sich einige Werte, wie zum Beispiel die Capacity, wie ihr seht, ist hier noch vorhanden, im LS17 dann nicht mehr in der XML, da dieser dann direkt aus dem Fahrzeug ausgeladen werden kann. Und damit spart man sich auch die redundanten Daten und ist weniger fehleranfällig. Und auch noch zu beachten ist zum Beispiel, dass das Image Tag die Brand jetzt nicht mehr enthält und das Active-Attribut, sondern dass direkt das Icon im Image-Tag liegt. Wie Manu gestern auch schon erwähnt hat, gibt es dann noch die Funktionalität der Brands. Das heißt, wir haben da wirklich ein striktes Schema, wie man da vorgehen muss, damit man eben auch doppelte Marken im Shop verhindert, dass man zum Beispiel zweimal Fan drin hat, weil der eine die Marke mit dem Großbuchstaben registriert hat und andere mit dem kleinen. Und jetzt haben wir da eben mal einen Schlussstrich gezogen und haben eben festgelegt, dass der Schlüssel hier mit dem Name-Tag definiert, dass er komplett in Großbuchstaben und ohne Bindestriche und sonstiges sein muss. Und damit wird dann eben sichergestellt, dass wirklich jede Marke nur einmal im Shop vorhanden ist. In dem Fall ist jetzt der Titel, der dann im Shop wirklich angezeigt wird, identisch dazu, aber es könnte auch was anderes sein. Das Wichtige ist nur, dass der Name zur Identifikation muss komplett in Großbuchstaben und ohne Leerzeichen sein. Eben, das war es dann eigentlich schon für die Moddesk, das heißt Desk Version 30.
die Migration der Store-Data. Wegetabs bei Bedarf müssen auch geändert werden. Und eben neu die Definition von Marken, um das eben zu vereinheitlichen und Fehler sicherer zu machen. Dann geht es weiter mit der Fahrzeug-XML. Manuel hat gestern ebenfalls erwähnt, dass wir jetzt die Reifen zum Beispiel in XML-Dateien abgelegt haben, die dann viele Informationen wie Radius, Breite, Masse, physikalische und anderes schon enthält. Das heißt, Reifen wechseln passiert dann einfach nur dadurch, dass man eine andere XML-Datei angibt und Rest passt, Radius passt, alles dann schon richtig da hinterlegt. Einfach wie nie. Und eben das Node, das heißt, welche Rad wirklich, ob es das rechte oder das linke ist, das wird dann eben über das isLeft oder den Configuration Index, wie man hier auch nochmal sehen kann, definiert. Man hat dann eben einfach die Möglichkeit, die Räder zu wechseln, ohne da in der XML viel machen zu müssen. Ebenfalls haben sich geändert die Lights. Man sieht jetzt, im LS15 konnte man nur einen Light Type singular definieren. Im LS17 sind es dann mehrere, bei Bedarf, hier jetzt nicht. Und die States definieren dann eben, was passiert, wenn man mit der F-Taste durchwechselt. Und man hat dann eben viel mehr Möglichkeiten jetzt und kann da auch mit den neuen Lichtquellen sich eben dann freien Lauf lassen. Und da hat man da eben eine Möglichkeit, je nach Bedarf Lichter zuzuschalten und es ist eben dynamischer. Natürlich gibt es jetzt auch, wie erwähnt, für die Rücklichter und Bremslichter und Blinklichter Lichtquellen. Das heißt, der Index wird umbenannt in die Decoration, weil es ja vorher nur die Corona war. Und nun ist es dann eben nur die Dekoration, weil es ja eine echte Lichtquelle noch dazu gibt. Und diese muss dann eben erst in die I3D eingebaut werden, weshalb hier jetzt kein Index direkt angegeben werden kann. Ich habe mal To-Do reingeschrieben. Das muss dann eben noch per Hand in die I3D und richtig verlinkt werden. Genau. Diese Änderung, die ist vielleicht auch noch interessant. L15 war es ja so, dass man für den Verbrauch von Miststreuern oder Spritzen immer direkt die Liter pro Sekunde angegeben hat, wie man oben sieht. Und das hat eben den Nachteil, dass je nach Gerät, wenn das eine unterschiedliche Arbeitsbreite hat, das dann eigentlich viel mehr verbrauchen müsste als ein anderes. Aber das muss man erst ausrechnen, wenn das halbwegs ähnlich sein soll, dass man mit der gleichen Menge an Gülle die gleiche Fläche an Feld bestellen kann. Und deswegen wurde es eben vereinfacht, dass man nur noch die Arbeitsbreite angibt und einen Scale-Wert. Und das heißt dann, dass je nach Arbeitsbreite eben verschieden viel verbraucht wird, dass unterm Strich alle Fahrzeuge gleich viel für die Fläche benötigen. Das ist eine Änderung, die hat Manuel gestern, glaube ich, noch nicht erwähnt. Nämlich, dass man jetzt pro Fahrzeug bei Bedarf auch mehrere Füllstände definieren kann, was vor allem für Sachen wie Sämaschinen, die auch Düngerfunktion haben, interessant ist. Das heißt, anstatt von Fill-Types und einer Capacity kann man nun Fill-Units definieren. In dem Fall ist es nur einer, weil es eben nur eine Spritze ist, die einen Füllstand hat. Aber bei der Sämaschine zum Beispiel kann man dann zwei Units angeben hier unten und eine eben mit Sprayer und die andere eben dann mit Säugmaschinen als Kategorie. Und die Kapazität eben dementsprechend. Und die Kategorien ermöglichen eben, dass man wirklich auch die Standardmaschinen einfach ohne Script mit Mod-Fill-Types dann benutzen kann, wenn der Mod-Fill-Type eben die richtige Kategorie sich einträgt. Außerdem haben wir noch aufgeräumt, dass die Mouse-Controls in einem eigenen Element liegen, was eigentlich wenig sinnvoll ist, weil da nur Informationen, die Achse, die dienen eben, hat da eben dazu gedient, dass man sie mit der Achse im Moving-Tool dann verbinden kann. Jetzt wurde das direkt in das Moving-Tool integriert. Das bedeutet eben, dass man jetzt unter dem Controls-Element die Achse angibt. Da ist auch noch anzumerken, dass es nur noch eine gibt und nicht mehr für die Maus eine andere, was ja viel Probleme macht, wenn dann ein Mod-Fahrzeug dann irgendwie bei der Maus falsch rum ist, der Radlader, der Arm. Es wurde eben jetzt
vereinfacht. Das heißt, es gibt nur noch eine Achse, die gilt dann für Maus, Tastatur und Controller. Und das stellt eben sicher, dass alle Fahrzeuge dann konsistent der Arm in der richtigen Bewegung geht, wenn man die Maus nach unten oder oben bewegt. Außerdem wurde eben noch andere Sachen in eigene Unterelemente verlagert, zum Beispiel die ganzen Manipulationen wie Rotation und Translation. Und das räumt eben alles einfach ein bisschen auf, dass die Zeile nicht so lang wird und dass man alles untereinander hat. Und genau, das ist eben auch noch eine Änderung, die wahrscheinlich wichtig ist, damit man eben die Funktionalität weiter nutzen kann. In dem Fall dient es eben dazu, dass man zum Beispiel den Arm verstellen kann bei der Spritze oder eine extra Funktion, dass man die Räder verschieben kann. Das Character Node hat der Manuel gestern ebenfalls schon erwähnt. Das bedeutet eben, dass die viele redundante Daten, die eigentlich auf die sich auf die i3D des Players beziehen, nun direkt im Player auch abgelegt sind in der XML-Datei. Und das vereinfacht das eben extrem. Man hat dann nur noch die einzelnen Nodes, die man eben zum Beispiel mit dem Lenkrad verbinden muss. Und verkürzt es eben und man hat nicht so viel Angst davor, sage ich mal, sowas zu machen, sondern man sieht, es ist dann sehr simpel und das regt die Leute vielleicht auch dazu an, das mehr zu nutzen und dann nicht vorher zurückzuschrecken. So, für dieses Beispiel war es das dann eigentlich für die XML. Das heißt, das haben wir schon bei der Modex behandelt, dass man eben die Store-Items migrieren muss. Das Name-Element, das war jetzt nicht mit enthalten in einem Bild, aber wird dann auch nicht mehr gebraucht, weil es ja in der Store-Data schon enthalten ist. Räder werden als XML definiert, hat viele Vorteile, vereinfacht einiges. Das neue Licht-Setup, die Fill-Units, die sind wirklich sehr interessant, dann auch in Kombination mit anderen Features. Mouse-Controls, das Character-Node und was natürlich auch angepasst werden muss, sind verschiedene Pfade zu alten Soundfiles, weil viele Mods benutzen ja auch Assets vom Spiel. Und da muss man eben schauen, dass die noch vorhanden sind und dann gegebenenfalls anpassen und austauschen. Nun, das war jetzt die XML, Moddesk und Fahrzeug-XML, nun zur i3D. Es gibt natürlich wie gewöhnlich ein neues Format mit der neuen Version. Und in dem Fall reicht ein einfaches Abspeichern mit dem neuen Editor und dann ist das im neuen Format vorhanden. Die Lichtquellen, die ja im 15er noch nicht so arg vorhanden sind, müssen dann eben noch selbst eingebaut werden und dafür werden wir im SDK Templates bereitstellen, wo man dann voreingestellte Lichtquellen hat, die einfach importiert werden können und wo dann auch die Parameter richtig gesetzt sind, damit die Performance noch im Rahmen bleibt. Auf der Map gibt es natürlich die Düngerstufen, wie ihr gestern in der Präsentation auch gesehen habt. Kann dann dreimal düngen oder den Mehrertrag dort pflügen. Das muss ebenfalls eingebaut werden. Außerdem wurden diverse Daten, die normal in der Lua liegen, in XML ausgelagert. Das heißt, es ist da einfacher, weitere Stationen einzubauen oder Hotspots. Und in der XML ist eben auch für unerfahrene Nutzer einfacher eine Zeile zu kopieren, als in der Lua, wenn da dann Fehler auftreten und man nicht weiß, wo der herkommt. Hier gilt auch, die Map ist noch nicht final, wir arbeiten noch am Spiel und deswegen die Konvertierungsanleitung folgt dann hoffentlich noch vor Release, aber spätestens zum Release, auch mit dem SDK, dass man eben sofort seine Map umbauen kann und dann im 17er auch drauf spielen kann. Wie am Anfang erwähnt, neben der Moddesk und Fahrzeug-XML gibt es auch noch die Shader. Die bedarfen eben auch einer Anpassung, da auch der DirectX 11 Support jetzt ist. Und das heißt, man muss wieder die Shader konvertieren. Das heißt, im Grunde vom Basisspiel einfach rüberkopieren. Dabei ist zu beachten, dass eben auch im Shader Texturdateien referenziert werden. Man wundert sich manchmal, wieso fehlt die Datei, die ist nirgendwo referenziert, in keiner i3D, in keiner XML, wo steht die? Und es ist dann eben so, dass die im Shader direkt verlinkt ist. Das ist eben ein Ausschnitt aus einem Shader und da sieht man eben, dass im Standardspiel der Pfad eben eine Ebene höher und dann unter Shared, dass da die Dirt Normal Map hinterlegt ist. Und im Mod eine Ebene höher wäre dann eben das Mod-Verzeichnis. Deswegen muss man den Pfad anpassen, dass man im Mod bleibt und dann im Ordner Shared innerhalb des Mods dann diese Dirt Normal Map ablegt.
Es gibt dann auch den Spezialfall der Coronas, wo das nicht einfach mit einem Kopieren des Shaders getan ist. Denn die Coronas haben sich geändert eben zum 17er. Das heißt, entweder muss man die Textur auch noch austauschen, damit es mit dem neuen Shader funktioniert, oder einen speziellen Shader nutzen, der eben für die LS15 Coronas optimiert ist, die dann auch im 17er so weiterhin funktionieren. Zu den DDS-Dateien, das heißt die Texturen und Icons und sonstiges, da sind keine weiteren Anpassungen notwendig, die können einfach direkt übernommen werden. Zuletzt noch die Lua-Skripte. Das hat Manuel gestern auch nochmal erwähnt, ich mache sie nochmal im Detail. Die Load-Funktion erwartet jetzt das Savegame als Parameter. Das bedeutet eben, man hat dann mehr Möglichkeiten, man kann im Savegame auf bestimmte Attribute zurückgreifen und muss nicht mehr das explizit in der eigenen Funktion aufwendig machen, sondern man kann direkt über Savegame. IsReset oder ähnliches da auf die Parameter zugreifen. Das hat dann eben zur Folge, dass die XML-File innerhalb der Funktion dann mit Self-XML-File ersetzt werden muss. Das war das eine und natürlich, damit ist es oft nicht getan. Es hat sich viel an den Skripten geändert. Das bedeutet, man kann es jetzt nicht generell sagen, was alles geändert werden muss. Und das bedeutet eben, man muss selbst mit zum Beispiel der Dokumentation, die Christian Ammann ja auch vorgestellt hat, oder im Forum eben nachfragen, wenn es da noch weitere Probleme mit dem Code dann gibt. Es denkt sich wahrscheinlich jeder, boah, das ist ganz schön viel Arbeit, das sollen wir jetzt alles per Hand machen. Ich weiß nicht, ob ich da Lust drauf habe. Und deswegen haben wir eben den Cloud Mod Conversion Service ins Leben gerufen und der übernimmt eben einen Großteil der eben genannten Aufgaben, die zu erledigen sind. Und der ist eben verfügbar für XML-Dateien, das heißt Moddesk, Fahrzeug-XML, Shader und außerdem Lua-Dateien, wo er eben dann das Austauschen des Parameters für die Load-Funktionen oder des XML-Files durchführen. Dann außerdem, dieses direkt im Giants-Editor integriert, habe ich gleich noch ein Beispiel dazu, und er gibt dann auch eine Statusmeldung für jede konvertierte Datei raus, ob es da Probleme gab oder ob das funktioniert hat. Und der Clou dabei ist eben, dass er cloud-basiert ist. Das heißt, wir können da wöchentlich Fixes einspielen, falls es da Probleme gibt, ohne eine neue Editor-Version zu veröffentlichen. Das bedeutet, es ist eben für den Nutzer dann angenehmer. Man muss nicht auf einen Release des Editors warten, falls es da Probleme gibt. Jetzt hier mal ein Beispiel, wie das dann aussieht. Man hat hier den Editor und kann über das File-Menü dann einen Mod öffnen. Entweder als, wie hier im Bild als ZIP-Datei oder entpackt, dann wählt man dann die Moddesk-Datei aus. Dann wird er eingeladen vom Editor und zeigt eben eine Liste mit allen Store-Items an, die da verfügbar sind. Man wählt dann eines aus, das wird dann nach dem Konvertieren direkt geöffnet. Und wenn es eben sich um eine LS15-Mod handelt, kommt dann eben die Nachfrage, ob man den Mod konvertieren will. Und dann werden eben alle XML- und Lua-Files in die Cloud hochgeladen. Dort konvertiert, gegebenenfalls auch mit Kommentaren versehen, falls noch Bedarf besteht, weitere Anpassungen vorzunehmen oder ähnliches. Und wenn das eben alles geschehen ist, kommt es wieder zurück. Und dann hier die Übersicht über alle Dateien, die geändert wurden, den Status, ob es Probleme gab oder nicht. Und dann noch eine genaue Beschreibung, ob noch zum Beispiel selbst Anpassungen vorgenommen werden müssen oder ob es so funktioniert. Also nochmal zur Übersicht, damit es klar ist. Der Conversion Service kann den Großteil der eben genannten Aktionen alles durchführen. Er kann eben die Store-Items migrieren, aktualisiert die Vehicle-Types, ersetzt automatisch die nicht mehr vorhandenen Spezies mit den neuen, fügt die neuen hinzu, die fehlen. Er kann automatisch die Marken generieren, falls die eben nicht im Basisspiel vorhanden sind. Er baut die Capacities und Fill-Types in Fill-Units um. Er vereint Mouse-Controls, kann die Pfade austauschen und eben all das, was ich eben gerade genannt habe. Was er eben aber nicht kann, ist eben zum Beispiel die I3D-Lichter, in die I3D-Lichter einzubauen, weil das eben einfach menschliche Interaktion und Intelligenz benötigt.
und das eben von keinem Programm übernommen werden kann, sonst bräuchte man keine Programmierer mehr. Und Lua-Skripte ist eben das schwierige Thema, es hat sich extrem viel am Code geändert und es ist einfach nicht möglich, dass man da ein Programm schreibt, was wirklich alles hundertprozentig ersetzt, es hat sich viel Logik geändert. Es ist nicht einfach mit dem Ersetzen von Variablen getan und deswegen, er macht eben so viel wie möglich, er ersetzt die Load-Funktion und den XML-File in der Funktion und auch noch andere Sachen, aber es gibt keine Garantie, dass die Lua-Skripte dann komplett konvertiert sind. Aber in dem Fall jetzt von der Amazoner Pantera ist das Skript recht simpel und da funktioniert es dann auch direkt ohne weitere Interaktion des Nutzers. Wenn es eben nach dem Konvertieren trotzdem noch nicht läuft, gibt es weitere Hilfen, zum Beispiel im SDK gibt es dann auch alle Listen mit den neuen Vehicle-Types, was sich geändert hat, für was nötig ist, Listen mit den Type-Desks, die dann im Shop auch angezeigt werden und eben auch Tools zum Konvertieren von den Map-Dateien und ähnliches. Natürlich auch sehr wichtig sind die Log-Einträge. Wenn sich ein Parameter zum Spiel ändert, bauen wir immer einen Print ein, der eben sagt, dieser Parameter ist nicht mehr verfügbar, benutze nun diesen. Das sollte aber eigentlich nicht vorkommen, weil das macht alles der Converter dann auch. Das Lua-Doc von Chris, was auch sehr ausgebaut ist, und das GDN sind auch eine sehr gute Möglichkeit, eben vor allem um die Skripte dann zu konvertieren. Und was halt jeher natürlich auch ideal ist, sind einfach sich die Standardfahrzeuge anzuschauen. Da hat man alle möglichen Funktionalitäten, man hat Beispiele für die Fill-Units, für mehrere Fill-Units, kann eben genau anschauen, wie es im Spiel funktioniert und das dann eben auf seine Geräte übertragen. Und natürlich auch immer die Möglichkeit im Forum nachfragen. Es gibt da viele aktive Leute, die sich eben damit auskennen und ich werde auch selbst dann wieder da Hilfe geben und weiter das. Hier nochmal ein Screenshot zur Lua-Doc, wo man dann eben eine komplette Übersicht über die Scripts hat, dann schauen kann, wie hat sich die Funktion geändert, was für ein Parameter fehlt, was muss ich austauschen, damit es wieder funktioniert. Und das ist eben stark ausgebaut zu dem, was er bisher kennt. Und sollte dann eben die ideale Möglichkeit sein, auch die Skripte schnell und einfach für den 17er zum Laufen zu kriegen. Und das war es dann eigentlich von meiner Seite schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Modding und wenn es noch Fragen gibt, könnt ihr jetzt gerne stellen und Wünsche, was zum Beispiel noch ins SDK soll. Jo.